Ja, bien, meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Pharao. Unsere Soldaten sind erfolgreich aus der Schlacht zurückgekehrt und uns wurde auch schon zugesichert, dass das Ichtaui mehr Bier von uns kauft. Das ist schon mal eine super Sache. Ich habe festgestellt, dass hier die Farmen ja nicht arbeiten können, weil ich habe da keine Häuser gesetzt und die Sperre da platziert. Das war ein bisschen dumm. Und ich muss auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Farmen errichten. Das ist mir klar geworden. Also mache ich hier dann den Graben. Graben. Und ach komm, weiter. Immer schön weiter bauen. Und Iken ist nun auch den Nubiern wohl in die Hände gefallen. Da gibt es hier nochmal eine Straße und hier. Und einen Bewässerungsgraben einmal hier herum. Und das ist witzig. Dadurch, dass hier der Wasserträger vorbeigelaufen ist, hat sich das Haus mit weiterentwickelt, weil es noch in der 2-Felder-Reichweite ist. Und jetzt brauche ich natürlich noch ein Silo, damit die das hier irgendwie alles ablegen können. Ah, hier gab es eine Ernte. Das ist schon mal schön. Und dann baue ich hier noch ein Silo hin. Oh nein! Ich habe Reh vergessen. Sorry. Ah, verdammt. Nicht nur ihn, sondern Ptah habe ich auch vergessen. Dann kriegt Ptah erstmal noch Schreine. Da, hier, nimm. So. Tut mir leid, dass ich Geld sparen musste. Deswegen keine dicken Partys gefeiert habe. Da kriegt Reh hier nochmal ein Tempelchen. So, dann habe ich meinen Palast gesetzt. Das heißt, ich kann auch mit den Steuern hier einmal anfangen. Hier und einmal hier. Ja, Arbeitskräfte, bla bla bla. Wie viele brauche ich denn? 146. Ja, okay, so viel Platz habe ich tatsächlich nicht. Aber wenn hier einmal die Nahrungsmittelproduktion läuft, was ja jetzt immer mehr der Fall ist, dann sollten auch wieder mehr Leute kommen. Und es kommen auch mehr Leute, wenn ich mal anfange, Bühnen zu bauen. Ja, ich fange erstmal klein an mit Bühnen. Hier genauso. Dann Jonglierschulen. Ja, mehr Arbeitskräfte und so, bla bla bla. Hauptsache, ihr produziert schön fleißig weiter Bier. Da könnt ihr auch stattdessen mal ein bisschen für hungern. So, Ptah ist immerhin zufrieden, er. Ansonsten setze ich Reh nochmal Schreine. So, hier die Lücken und so, dahin. Ah, jetzt hier, da tut sich langsam was. Langsam verteilt sich das Essen. Der Polizeiposten ist unattraktiv. Ja, das. Die Einstellung verstehe ich. Ja. Soll nicht direkt bei der Polizei leben. Dann brauchen die hier noch ein bisschen Gottzugang. Gibt's. Kriegt nochmal hier einen Tempel. Und dann. So, es ist fest schon durch und dann kann ich auch für Seth noch was bauen. Krieg auch noch mal Schreine. Okay. Das läuft erstmal ein wenig. Und Geld kommt auf jeden Fall langsam in die Stadt. Und langsam tut sich auch was. Ja, Essen ist da. Sehr schön. Da habe ich langsam meine Häuser auf auf dem besseren Häuschen-Niveau. Abgesehen hier von den Attraktivitätsproblemen, das kann ich aber, dem kann ich Abhilfe schaffen, vielleicht mit einer Statue. Winken sie sich natürlich zurück, ist nicht so schön. Nein! Bitte wieder einziehen, es ist wieder schön. der Polizeiposten ist nicht so doll. Dann setze ich den mal woanders hin.
Vielleicht hier auf die Ecke. Und ich merke hier schon das Problem. Ich brauche hier einen Bazar. Oh, was gibt's hier Neues? Millimeter mittelmäßig. Ja, schade. Aber Gerste habe ich auch noch eine ganze Menge noch. Sollte also eigentlich ausreichen, denke ich. Hier wird es nur langsam Zeit für noch eine Ernte. Und ein üppiges Fest. Gleich weiter, das nächste. Oh, die werden langsam ganz schön teuer. Warte ich nochmal kurz vielleicht. Ja, ich warte mal kurz. Bis ich wieder ein bisschen Bier verkauft habe. Ah gut, das wird hier fleißig an die Docks gebracht. Das ist schön. Aber das geht ein bisschen flotter, Leute, mit der Produktion. Ich lebe hier ganz gerne. Es gibt wirklich Schlimmeres. Was hat er gesagt? Ich sterbe vor Hunger. Ich sterbe vor Hunger. Ja, ich weiß. Die Ernte ist unterwegs. Ich würde lieber nach Nahrung, statt nach Arbeitskräften suchen. Wir haben sogar Arbeitslose. Mhm. So ein Luxus. Dann könnte ich eigentlich mal anfangen. 2000 Einwohner noch schon. Uiuiui. Ja, also die 6000 Einwohnerzahl wird, glaube ich, hier wieder nicht das größte Problem sein. Sondern, ja, was wird hier eigentlich schwierig? Abgesehen von dem militärischen Gedöns. Das hier alles anzusammeln. Wir brauchen einfach nur einen Haufen Kohle. Ja. Also, Bier. Bier you, Bier me, Bier us together. Und eben Soldaten. Könnte eigentlich anfangen, ja, ich glaube, das mache ich. Holz zu importieren. Und Ton könnte ich eigentlich auch langsam importieren. So, wer bringt mir denn Holz? Hier? Nö. Das ist jetzt alles, sind jetzt alles keine ägyptischen Städte mehr, ne? Das sind jetzt alles entfernte Städte, was wir vor wenigen Tagen noch gebaut haben selbst. Hier, Tyros bringt uns Holz über Seeroute und Kupfer. Wir könnten also auch Waffen, müssen wir ja sowieso, wir müssen auch Waffen produzieren natürlich. Dann würde ich sagen, wir importieren mal, Moment, ich mache hier ein Warenlager für Holz und Kupfer. Und zum einen eine Werft. Natürlich. Ne, halt. Hier mache ich noch einen Dock. Doppelt hält besser und so. Hier habe ich noch einen Dock. Werft ist genauso groß, ne? Ja. Also irgendwo muss dann die Werft leider hin. Dann kommt sie dahin. Produziert mal, spaßeshalber. Habe ich jetzt. Jetzt habe ich auch keinen Platz für. Ach Mensch. Oh, da ist es. Die Hyksos rücken näher. In 9 Monaten. So, das heißt, die Hyksos kommen von Norden. Sollte also schon mal Truppen da hinstellen und sollte vor allem anfangen. Moment, eins nach dem anderen eigentlich. Das mache ich noch schnell fertig. Importieren bis zu 500 und Kupfer bis zu 500. Und dann produziere ich einmal hier einmal die Waffenschmiede. Waffen können wir auch nehmen. Und dann gibt es den Wagenbauer. Hui! Dann gibt es einmal ein Regiment Wagenlenker. So. Jetzt kümmere ich mich um meine Befestigung, während die Katze hier gerade auf dem Schreibtisch irgendwie mit meinem Tastaturkabel rumspielt. Ich jag die ihren Schwanz. Natürlich muss sie das unbedingt auf meinem Schreibtisch machen. Arbeitskräfte benötigt. Ja, hier kommt dicke Ernte. Jetzt sollte das Essen langsam für alle da sein. Ja, die ziehen wieder aus, weil Essen fehlt, aber alles kein Problem. Krieg mal hin. Lass mich da erstmal in Ruhe meine
Verteidigungsanlagen bauen. Jetzt nehme ich hier einmal das Tor. Und dann baue ich mal einfach nur Türme. So, ne, erstmal Mauern. Gucken, ob die... Und ich weiß halt nicht, von wo die kommen so richtig. Das Problem ist ja wieder mit den Türmen, brauche ich Arbeitskräfte. Also einmal hier. Und dann gibt es hier wieder die zwei Häuschen und alles, was man wieder so braucht. Ich weiß halt nicht, wenn die hier direkt spawnen an der Straße, ne, dann wäre das natürlich optimal. Dann können die Bogenschützen da gleich sich austoben. Ja, in 6 Monaten. Ja. Also, was hat Re erzählt? Er segnet mich ein bisschen. Okay, besserer Ruf im Königreich. Finde ich schön. Und ich habe ja zwischendurch, glaube ich, noch eine Segnung von Seth erhalten. Der eigentlich versprach, dass er Feinde niederstreckt. Das wäre natürlich super. Wenn das klappt, wenn er das macht, der Gute. Die kriegen wieder keine Nahrungsmittel. Muss hier nochmal ein Bazar hin. Und ich habe den Bazar nicht gesagt, dass die das mit dem Bier unterlassen sollen. Er nimmt nichts und jetzt stimmt es. Ja, die haben nämlich immer noch nichts zu essen. Die sind auch irgendwie nicht so... Da ist auch kein Bazar in der Nähe. Ja, das ist irgendwie auch wieder doof. Wie, ach, das ist, es nervt. Gibt's hier noch einen? So, dann ist aber gut. Und Steuern. Steuern müssen trotzdem sein. Was gibt's denn hier unten? Steuerdude. Ne, das ist schon ein Steuerdude. Wo ist mein Platz? Erst weg. Hier. Auch wenn der ab und zu mal in die falsche Richtung läuft, aber egal. Jetzt sollte das klappen. Und finanziell sieht's okay aus. Jetzt habe ich hier meine Befestigung. Kann ich ja noch ein bisschen weiterziehen. Hau ich hier noch einen Turm hin. Das verschlingt natürlich auch Unsummen an Geld. Deswegen habe ich hier gerade wieder ein bisschen eingebüßt. So, jetzt kann ich nochmal eine Handelsroute eröffnen mit Charuhen. Die bringen mir Ton. Das heißt, ich muss hier irgendwo mal meine Tonproduktion anleiern. Was sagt eigentlich meine Nahrungsmittelproduktion? 6 Monate. Naja, das ist jetzt nicht optimal. Und ich guck gerade, es geht. Ich könnte nochmal mehr Bierproduktion aufstellen. So, jetzt habe ich hier und... Ah, okay. Ich hab schon meine ersten. Cool. Ich habe hier voll krass Wagenlenker hier. Keine Quadriga, eine Duodriga, aber cool. Und wir werden ja jeden Moment angegriffen. Das heißt, ich sollte vielleicht mal die anderen Jungs da mal hinstellen. Nochmal kurz mein Backup-Save machen. Den obligatorischen. Hier nochmal kurz für Attraktivität überall sorgen. Dann kümmere ich mich mal um... Ja, das kostet wieder ein bisschen Geld, aber... Das sieht momentan ja ganz okay aus, finanziell. Genau, Brauereien. Wollte ich nochmal mehr mich kümmern. Wo setze ich die denn alle hin? Geht ja nur, kann ja nur hier lang. Muss der Karren halt ein wenig weiter. Ups. Gut. Gibt's Probleme außer Rohstoffmangel? Weil es noch nichts gibt. Oh! Oh! Ich sehe ein Problem. Da ist keine Straße. Das funktioniert so natürlich nicht. Oh, ja, Arbeitskräfte. Kommen, die kommen. Ja,
Ja, da tut sich doch was. Alles gut. So, speaking of, da tut sich was. Da müssten jetzt jeden Moment die Angreifer kommen. Kilometer, mittelmäßig, mal wieder. Na gut. Wie war das hier? Feinde in der Nähe angreifen. Da. Sehen wir das gleich. Ob es gleich klappt. Gut. Hier wird schon produziert. Dann kann ich hier den Import wieder stoppen. Ich brauche ja wirklich nur 5 Stück, ne? Da ist die Fremdarmee. Und jetzt... Ja, kümmert sich Seth um seinen Gefallen und... Und? Passiert da was? Nö. Ach ne, er beschützt uns. Das ist die Segnung. Beim nächsten Mal. Aber er hat, wie gesagt, wir haben eigentlich noch einen Deal mit dem Guten offen. Aber, läuft momentan eigentlich so ganz gut, ha? Sieht erstmal gut aus. Ja. Ich denke, das klappt soweit. Und jetzt habe ich fast alles auf der Töpferwarenstufe. Das heißt, da kann ich weitermachen. Jetzt habe ich ja einmal hier eigentlich mein großes Gewerbegebiet. Ich würde sagen, dann baue ich das hier gleich weiter aus. Okay, die kommt gerade nicht so ein bisschen nach mit dem Gerste nachschippen. Dann vielleicht doch nochmal mehr Brauereien. Aber jetzt habe ich eigentlich schon richtig viel Bier. Das läuft eigentlich sehr gut. Ja, der Krachen kommt gerade einfach nicht hinterher mit der Gerste. Dann baue ich nochmal ein Warenlager für Gerste. Wohin auch immer? Hierhin. Da. Und... Ich überlege. Wir haben eine neue Handelsroute nach Bubastis. Was gibt's denn da Schönes? Okay, nichts, was wir nicht schon haben. Offenbar. Bubastis. Wo ist denn Bubastis? Da. Die kaufen Bier. Ebenso. Schön. Und verkaufen Papyrus. Das ist gut. Kaufen auch Geschirr. Ups. Aber Geschirr können wir selbst herstellen. Wir brauchen wirklich nur Ton. Ja, jetzt bin ich an dem Überlegen, ob ich noch meine Bierproduktion ausweite. Ich habe Arbeitskräftemangel immer noch. Nö, eigentlich nicht. Ist die Straße nicht gebaut? Doch, das läuft. Oder ob ich, also ob ich jetzt hier noch mehr Brauereien hinsetze oder ob ich einmal um Töpferwaren kümmere. Auf jeden Fall, ich drehe mal kurz die Kamera, ob ich hier das zugebaut ist natürlich Quatsch. Architekten, dann kann ich hier eine Straße setzen und dann kann ich nämlich einfach noch eine Brauereienstraße hier hinsetzen. Schwupp. Oh, ich muss meine Götter pflegen. So, das sollte jetzt aber langsam reichen mit Brauereien. Und stattdessen wird es Zeit für ein paar Töpferwaren. Würde ich sagen. Also, dann gibt es hier ein Warenlager. Nicht doof. Ich hoffe, jetzt einfach der Spawn auf der richtigen Seite für Ton. Okay, passt. Und dann bis hier Töpfereien. Blub. Und dann stelle ich hier erstmal ein Warenlager für Geschirr auf. Gib dem eine Verbindungsstraße da lang. Dass die Bazar-Tantens nicht so weit haben. Beziehungsweise nie. Dann genau, stelle ich hier die Warenlager auf, die das Zeug einsammeln. Wieder mit entsprechend Abstand. Und ja, ich weiß, Arbeitskräfte fehlen, bla bla bla. Er holt bis zur Hälfte und... Hier noch ein Warenlager.
Ja, von mir aus da. Mit Geschirr bis zur Hälfte. Gut. Wir fehlen. Es geht sich tatsächlich aus gerade. Nahrungsproduktion läuft. Oh, okay. Ichitowi wird angegriffen. Unsere glorreiche Residenzstadt. Weiß nicht, warum ich jetzt speichere. Einfach so, das Gefühl. heißt, wir schicken neue Truppen. Oh nein! Ich kann keine Truppen schicken. Jetzt brauche ich plötzlich ein Transportschiff. Ah, hier. Transporthafen. Los. Schnell. Dann gleich noch ein. Warum kann ich die nicht zu Fuß schicken? Scheinbar dürfen die nur nach Süden zu Fuß. Nach Norden geht nicht. Nee, kannst du nicht machen. Nicht drin. Okay, da schiebt die Wagen. Ich kann ja die Streitwagen auch. Streitwagen? Sorry, der Plural von Wagen ist ja Wagen. Aber das werde ich wohl nie lernen. Ja, die kann ich mal mit hier in das Warenlager anrücken lassen. Wir haben irgendwie einen Arbeitskräftemangel hier. Überall. Weiß auch nicht. Hier steht keine Probleme mit Arbeitslosigkeit. Ich habe Arbeitslose. Verstehe ich nicht. Ich setze hier einfach nochmal zwei Häuschen hin. Und was sagen die Götter? Der ist gerade nicht so amused. Schauen wir, ob Seth sich wieder an seinen Deal erinnert. Das ist ja bei, ne? Seth ist ja immer so ein bisschen dement, was das angeht. Aber das ist okay, wir lieben ihn trotzdem. Jetzt brauche ich schleunigst einen Hafen. Aber ich habe ja nicht mal Arbeitskräfte. Ja, das wird wohl nichts mit den Truppen schicken. Ja, sorry. Ich kann hoffen, dass ich jetzt nochmal einen zweiten Versuch bekomme, aber das ist fraglich. Ja, los. Ganz schön eng bei euch. Ihr könnt erstmal wieder zurück. Was ist denn das andere Regiment? Die denn hier? Auf die Flagge. Die sind auf dem Rückweg. Hä? Die auch? Hä? Ist ein Regiment komplett kaputt? Nö. Ich bin irritiert. Na gut. Sollen sie machen. Was sie für richtig erachten. Jetzt habe ich natürlich überall meine Töpfer. Und noch keinen Ton importiert. Das ist natürlich Quatsch. Dann nehme ich einmal bis 1500. Sollte eine gute Zahl sein. Und mache hier nochmal eine Verbindungsstraße. Obwohl, nö, das ist eigentlich Quatsch. Ich habe hier schon eine. Nee, vergiss es. Ist der? Bin ich hier? Nein, das ist nur mein. Ich bin Händler mit Leib. Der hat nur Bier gekauft. Ja, das mit dem Bier sieht erstmal gut aus. Jetzt sind meine Gerstenvorräte tatsächlich knapp. Habe ich quasi schon wieder zu viel Bierproduktion. So, und jetzt ist natürlich hier das Fenster ausgelaufen. Nö, immer noch nicht. Ja, ich glaube, das... 93%! So, jetzt hätte ich ein Transportschiff. Aber jetzt muss ich es quasi noch, bevor der eine Monat ausläuft... Moment, ich muss mir ganz... So. Aber es klappt, glaube ich, nicht. Denke ich, dass das was wird. Schon gar nicht, wenn die sich nicht bewegen. Ja, dann könnte ich ja eigentlich die jetzt noch ganz schön einladen, aber der eine Monat ist dann sicherlich durch. Bis dahin. Oh, ist das könnte... jetzt aussenden. Wahrscheinlich am letzten... jetzt ist November, jetzt ist der Monat vorbei. Hui! Das hat geklappt. Mein Spiel ist ein bisschen zu schnell. So.
Cool. Ich hoffe nur, dieses eine Bataillon reicht. Nilometer, mittelmäßig mal wieder. Na gut. Aber, ja. Okay, letzten Jahr habe ich irgendwie ganz schön eingebüßt. Ich glaube, das war das, hier, als ich die Verteidigungsanlagen hochgezogen habe, die kosten ordentlich. Gibt es noch was anderes, was ich exportieren kann? Streitwagen werde ich halt nicht los. Das ist ein bisschen schade. Gerste kann ich noch exportieren. Aber, nee. Ja, ich könnte jetzt die 2000 Bier hier abhaken. Nee, aber ich kann auch keine Waffen exportieren. Das ist echt meh. Keiner kauft mir was ab. Die kaufen halt Dinge ab, die kann ich nicht mal produzieren, ne? Granit und Schmuck. Die kaufen nix, die kaufen nix. Ich kann nur hoffen, dass zwischendurch nochmal durch, jetzt wenn ich zum Beispiel mit den Soldaten was erreiche, vielleicht kaufen mir noch Leute was ab. Das war ja cool. Und mein Essen ist leer. Das ist nicht so cool. Das heißt, da muss ich noch mehr Nahrungsmittelproduktion bauen. Ja, quasi langsamer, dass ich hier in Ruhe machen kann, ohne dass mich ständig irgendwas ablenkt. Die Straße einmal hier lang. Kriegt mal hier nochmal zwei Häuschen von mir gesetzt. Mal mit einem Silo dran. Allem anderen Quatsch. Und Besserungsgraben natürlich. Und die Straße hier muss noch weiter, ups, weitergezogen werden. Gut. Hier noch ein bisschen mehr. Ja, da ist immer noch ganz viel Luft nach oben. Oh, die essen ja auch ganz schön was weg. Ich habe wieder oder immer noch Arbeitskräftemangel. Ui. Ui, ui, ui. Das ist langsam ein bisschen blöd. Da muss ich noch irgendwo Leute hinsetzen. Oh, das ging ja schnell. Rückkehr der Helden. Wuhu. Cool, da sind sie wieder. Keine Verluste? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, da sind sie. Oh, ich sollte mal aufhören. Meine Streit... halt, ich brauche einfach noch eine Wagenlenker-Kompanie. Damit ich nicht plötzlich Streitwagen produziere, die ich nicht brauche. Aber jetzt... Ach klar, hier fehlen mir natürlich jetzt ganz Arbeitskräfte. Duh. Null Arbeitslose. Oh. Das sieht schlecht aus. Ist hier irgendwas zurückentwickelt? Nö. Okay, ich brauche einfach mehr Menschen. Dann nächster Häuserblock, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 6. Jupp. Nein, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ja, ich weiß, wir haben zu wenig Essen, aber deswegen siedle ich ja mehr Leute an, damit das klappt, liebes Spiel. So, jetzt. Ja, die wohnen wieder gefährlich nah am Silo. Weiß, bla bla. Dann kriegen sie halt. Einmal hier. Ah, Mist. Statuen hingesetzt. Jetzt habe ich nicht intuitiv richtig gezählt. So, die Stadt Ichitaui wurde vor unseren Feinden gerettet. Yeah, da meine Truppen, meine 16 Bogenschützen, haben die Residenzstadt gerettet. War ja, müssen ja die Angreifer nicht allzu anspruchsvoll gewesen sein. Oh,
guck mal, dann kann ich hier eine kleine Straße zum Silo und dann kann der Bazar nämlich das Essen da holen. Ist das nicht cool? Das Warenlager ist auch super platziert, da können sich hier die Bazare, die Töpferwaren holen. Das ist doch schön. Dann einmal nochmal neue Architects. Ja, hier brauche ich mal langsam Arbeitskräfte. Jetzt hier nochmal zwei Häuschen. Vielleicht scheitert es nämlich auch daran. Das ist super, wie diese Wagenlenker so groß sind, dass sie einfach nicht in das Standard vor. Das ist mal eine Legion hier. Meine 16 Wagenlenker. Und da sind jetzt eine Menge Kichererbsen ohne Abnehmer. Da muss wohl noch einmal ein Silo hin. Ja, ich mach noch eins. Jetzt kommt nämlich der große Schwung Essen rein. Und wow! Das ist mal eine nette Geste. 1600 Einheiten Papyrus. Ja, geil. Wir gehen doch mal straight in die Pyramide. Oh. Oh, ich brauche erstmal ein Warenlager, das die nimmt. Verdammt. Entschuldigt. Dort. Machen Sie etwas Platz. Ja. Okay, nächsten Monat. Na dann, komm, gib Papyrus-Blocks. Gut. Schön. Weil dann kann ich das direkt in die Pyramide schmeißen. Ist auch super, ne? Diese große Geste, ja, als Dankeschön für die Rettung vor dem Untergang. Geben sie uns quasi eine Schriftsammlung der edelsten Texte, was auch immer. Ja, auf hier 1600 Einheiten Papyrus, 1600 Schriftrollen Papyrus mit dem Wissen der Welt. Und wir sagen, yo, schmeiß mal einfach direkt zu den ollen toten Pharao in die Pyramide. Cool. Danke dafür. Und damit sind wir für heute auch fertig. Das läuft momentan richtig gut. Sobald ich hier Arbeitskräfte habe, jetzt habe ich hier Arbeitskräfte, das heißt, bald sollte Ton kommen, dann laufen hier die Töpferer produzieren fleißig Töpfe. Und dann wächst die Stadt. Dann geht's einmal richtig los. Weil Bier ist ja da. Das heißt, dann kann ich eigentlich straight bis zum Gericht und noch weiter die Stadt hier wachsen lassen und gedeihen lassen. Und das machen wir beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Ciao.